Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Gearing Guide präsentieren. Es soll am Anfang gesagt sein, der Gearing Guide ist hier für die Pre-Season, also bevor die erste Season in The War Within gestartet ist. Wenn ihr das Video danach guckt, ist es vielleicht für den einen oder anderen Twink noch ganz nett, aber für ein Main, da gibt es dann das Season Content im Plus, Rated PvP und auch den Raid. Da gibt es mit Sicherheit besseres Zeug, aber vielleicht auch ein bisschen zur Vorbereitung können wir hier uns jetzt mal das ein bisschen angucken, was wir am besten alles machen können, um unseren Char quasi in der Preseason auf Vordermann zu bringen. Ich kann euch mal meinen Stand zeigen. Ich bin aktuell bei knapp 590er Item Level. Ich habe was Fell gecraftet, deswegen hat es leider nicht ganz gereicht, aber fast auf 590 sind wir. Was habe ich an Gear an? Ich habe hier auf jedem Slot 580 und auf einigen noch höheres Item-Level bis zu 606er. Und wie wir das ganze Zeug kriegen, das will ich euch jetzt mal ein bisschen näher bringen. Ich würde als allererstes sagen, gehen wir mal auf die wichtigsten Slots ein. Und zwar sind es die Slots, wo wir uns von Ruffraktionen holen können. Es gibt nämlich verschiedene Ruffraktionen. Ich bin jetzt aktuell bei allen bei 11. Und dort können wir uns bei bestimmten Renown-Leveln immer ein Item kaufen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal oben an. Wir haben die erste Ruffraktion, das ist der Rat von Donegal. Und dort haben wir auf dem Ruhm Nummer 7 ein Item. Und zwar können wir uns ein Item holen, was Item-Level 584 hat. Dieses Item-Level seht ihr jetzt bei mir aktuell nicht auf dem Slot. Und zwar, das ist nämlich die Schulter. Ich habe die nämlich abgegradet. Also die ist quasi auf 584 und kann man upgraden, wie zum Beispiel den Kopf, auf 606. Wie wir das upgraden, da werden wir halt auch gleich nochmal zu kommen. Wir brauchen zum einen ein paar Steinchen, und zwar die Tapferkeitssteine. Das sind quasi die Flugsteine 2.0. Und dann brauchen wir wieder Wappen. Und ja, wie wir die kriegen, das werde ich halt auch erklären. Als nächstes haben wir, übrigens, das ist für jede Rüstungsklasse, ne? Selbstverständlich, bei mir war es halt Leder, aber ihr könnt euch natürlich auch Stoff, Platte und Kette holen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste an. Also Schultern ist schon mal Ruffraktion, da brauchen wir uns schon sonst keine Sorgen mehr machen. Dann haben wir als nächstes einen Kopf, und den Kopf kriegen wir von Konvent der Tiefen. Und dieser ist dann ab Ruhm 8 zu erhalten. Also hier haben wir Ruhm 8 und da haben wir einmal 584er Kopf. Das ist der hier, und wie gesagt, den habe ich halt jetzt auch abgegradet auf 606. Dann das nächste, was wir uns holen können, ist von der Arati-Fraktion, und zwar die Arati von Heilsturz. Dort kriegen wir, wenn wir Ruhm 7 sind, ein Brust-Item, und zwar haben wir das hier, das ist auch 584, das habe ich einmal hier angelegt. Das sind schon mal die drei wichtigsten. Zusätzlich ist es so, dass ihr von den Arati eine Quest kriegt, wenn ihr Ruhm 5 seid, dann könnt ihr euch einen 571er Hals holen. Gehen wir da mal rein. Da haben wir einen Zugang auf einen 571er Hals, ist jetzt nicht sonderlich gut, aber wenn ihr noch low-equipped seid, kann es von Vorteil sein. Und dann gibt es aber auch nochmal einen Hals, wenn ihr auf Stufe 11 seid. Da gibt es einen epischen Hals, und zwar den hier. Seht ihr, den habe ich auch noch nicht abgegradet. Ich habe da ein Versehen begangen. Ich wollte eigentlich mir von dem Juwel einen Ring craften lassen, habe es dann aber verkackt und habe mir einen Hals gecraftet. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ja, also an diesen vier Slots, also Kopf, Hals, Schultern, Brust, solltet ihr auf keinen Fall euch was craften lassen. Zu dem Craften kommen wir halt auch nochmal dazu, denn diese Slots kriegt ihr über die Ruhmhändler. So, jetzt kommen wir vielleicht dazu, wie kriegt ihr euren Ruhm so? Vielleicht habt ihr jetzt die noch wesentlich niedriger, könnt euch die Items noch nicht kaufen und ihr wollt jetzt euren Ruhm erhöhen. Das soll jetzt hier kein ausführlicher Rufguide sein, aber ich will euch die Sachen so mal mitgeben, die ihr machen müsst. Als erstes, was macht ihr? Na ja, ganz klar, ihr geht her und questet die komplette Kampagne durch. Dann macht ihr jegliche Sidequests in den verschiedenen Zonen, denn alle Sidequests bringen auch nochmal ganz gut Ruf. Zusätzlich solltet ihr natürlich die ganzen Worldquests mitnehmen, und dazu zählen halt auch die Pet Battle Worldquests als auch die PvP Worldquests. Also wenn ihr den War Mode anmacht, dann gibt es auch täglich PvP Worldquests abzuschließen. Die solltet ihr am besten auch mitnehmen, wenn ihr das Maximum rausholen wollt. Was aber mit Abstand das meiste bringt, sind zwei Sachen. Und zwar einmal die ganzen Treasures, also die Schätze, die ihr aufmachen könnt. Jeder Schatz bringt euch 150 Ruf, und teilweise sind das 10 Aufwertschätze, also 1500 Ruf aufwärts pro Zone, die ihr dann noch mal mitnehmen könnt. Und was dann noch dazu kommt, die Rares
bringen euch auch nochmal 150 Ruf pro Rare. Und das sind zum Teil über 20 Rares in einer Zone. Und das Gute ist, die Rares bringen uns nicht nur einmal Ruf, sondern diese Rares bringen uns tatsächlich sogar öfter Ruf. Die könnt ihr jeden Tag einmal umhauen und könnt Loot kriegen. Also der Loot ist täglich, der Ruf ist wöchentlich. Bedeutet, jede Woche könnt ihr alle Rares einmal töten und kriegt wöchentlich Ruf. Es ist jetzt aber so, dass nicht alle Rares wöchentlich Ruf bringen, sondern manche Low-Level-Rares bringen nur einfach und die Max-Level-Rares, die bringen tatsächlich jede Woche neuen Ruf. Ist ein bisschen blöd zum Verstehen. Was ich euch hier empfehlen kann, euch Handy-Notes zu holen. Warte mal, ich guck mal schnell. Handy-Notes. Und zwar jetzt wird es ein bisschen tricky. Ihr müsst euch Handy-Notes holen. Und dann brauchen wir noch Handy-Notes War Within. Und zwar von dem Autor Zarillion. Warum auch immer, es gibt bei Handy-Notes zwei verschiedene Autoren, die beide dasselbe Produkt machen unter demselben Namen. Und die unterscheiden sich eigentlich nur quasi durch den Autornamen. Also diese Version braucht ihr. Bei dieser Version ist es nämlich so, dass ihr dann die Rares jede Woche wieder angezeigt bekommt, wenn euch der Ruf fehlt, ne? Und dann lauft ihr die halt einfach alle ab, tötet die und wenn ihr quasi den wöchentlichen Lockout-Ruf weg habt, dann verschwinden die quasi von eurer Map. Also, und da werden auch dann wirklich nur die angezeigt, wo quasi in der Woche noch der Ruf offen ist. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte erst auch die andere Version, da war das nicht der Fall. Jetzt habe ich mir die Version geholt. Genau, also Hauptquests, Sidequests, Rares, Kisten und die Rares, wie gesagt, wöchentlich abfarmen und natürlich auch die Worldquests mitnehmen. Zusätzlich könnt ihr euch noch einen Vertrag holen und beim Vertrag könnt ihr euch einen holen, der 5, 10 oder 15 pro Worldquest bringt. Wenn ihr regelmäßig Worldquests macht, summiert sich das halt auf und dann kommt ihr noch ein bisschen besser nach oben. Der Rang 3, der 15 bringt, ist aber aktuell noch teuer, also muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist tatsächlich. Gut, soviel zu den Ruffraktionen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum restlichen Gear. Und zwar ist es hier so, dass ich da auch empfehlen kann, Rares umzuhauen. Und zwar sogar nicht nur mit einem Char, sondern wenn ihr könnt, mit mehreren. Warum? Die Rares droppen relativ gutes Gear. Oder zumindest die Max-Level-Rares können relativ gutes Gear droppen. Ich habe jetzt hier in meiner Kriegsbank einige Items. Und ihr seht, zum Teil sind die 577. 74, 74, 77. Und diese ganzen Items, die sind alle von Rares. Also ihr seht, Kassa Algar, Heilsturz, selten, Todesflut. Ne? Zum Beispiel hat der das gedroppt. Oder hier, Dokutus sind schon unsortet, aber es ist auch von dem Rare. Also das sind eigentlich alles Items, die von dem Rare gedroppt sind. Wenn ihr HC-Dungeon spammt, was wahrscheinlich viele von euch machen, ne? Wo haben wir es? Warte mal, wir können auch hier gucken. Den Loot in HC-Dungeons bekommen wir 571er Gear, ne? Aktuell können wir ja noch nicht mythisch laufen. Mythisch ist noch nicht aktiv. Das ist erst mit Season Start freigeschalten. Aber hier 571, das könnt ihr schon aktuell holen. Die Sachen sind niedriger als quasi das Gear von den Rares. Und die Rares müsst ihr eh umhauen für die Ruhmstufen. Also würde ich empfehlen, das mitzunehmen. Selbst mit Level 70er Char könnt ihr diese Items kriegen. Zum Teil habe ich die mit Low-Level Chars gekriegt. Wenn ihr, wie ich, mehrere Account habt, packt die auf Follow und zieht die quasi mit, ne? Einen Max-Level-Rare mit einem Low-Level-Char umzuhauen ist eher schwierig, aber wenn ihr vielleicht auch in der Rare-Gruppe seid, könnt ihr das tatsächlich sogar auch mit Low-Level-Chars machen. Und dann das ein oder andere hohe rausziehen. Genau, also wenn ihr einen Haufen Rares killt, kriegt ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Slot gut besetzt. Und die blauen Sachen könnt ihr mit lediglich den Tapferkeitssteinen auf 580 upgraden. Für alles über 580 braucht ihr die größeren Wappen. Und diese kriegen wir halt durch verschiedenste Quellen. Die sind aber auch gecapped, deswegen könnt ihr quasi dann nur gewisse Sachen damit upgraden. Wir können jetzt einmal zu dem Händler gehen, der das machen kann. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig firm. Ich glaube, ja genau, da hier drin müsste der sein. Also ich zeige es einmal auf der Map, da sind wir. Und wenn ich jetzt mit dem quatsch, das funktioniert also komplett gleich wie in Dragonflight. Jetzt nehmen wir mal hier irgend so ein Random Item und ihr seht, das kann ich hier upgraden, zum Beispiel auf 580. Dann ist das jetzt hier bei 8 von 8. Ist jetzt aber auch ein Lowres Tier, ne? Die Items, die bei 571 anfangen, die gehen quasi rauf bis maximal 583. Hier braucht ihr dann aber verwitterte Vorbotenwappen. Diese verwitterten Vorbotenwappen sind quasi, wenn man es jetzt in Raid-Tier spricht, die LFR-Wappen. Ne? Also die kriegt ihr durch allen möglichen Outdoor-Content.
Dann haben wir noch geschnitzte Vorbotenwappen. Das sind quasi die Wappen, die Normal repräsentieren. Und HC und Mythic-Wappen, die gibt es aktuell noch nicht, weil noch keinerlei Content aktiv ist, der diese höheren Wappen bringt. Aktuell kriegen wir die Vorbotenwappen über diese Orbs, die in der Luft rumfliegen. Die habt ihr vielleicht ab und an schon mal gesehen, die so ein bisschen azeritmäßig aussehen. Wenn ihr da durchfliegt, kriegt ihr welche. Wenn ihr im in HC-Dungeons zum Beispiel unterwegs seid, bekommt ihr ab und an welche. Die gibt es als Belohnungen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die auch von Delft gibt. Ich meine ja, ich bin da aber relativ schnell gecapped gewesen. Also die kriegt ihr von allen möglichen Aktivitäten. Teilweise auch von World Quests gibt es die. Und ja, mit den Sachen könnt ihr dann euer Gear upgraden bis theoretisch 5,93. Die sind aber wie gesagt gecapped. Also ihr habt nur eine gewisse Anzahl und ich habe jetzt meine maximale Anzahl ausgereizt. Die geschnitzten Vorbotenwappen, die gibt es eigentlich noch nicht wirklich. Ihr seht, ich habe nur 10 Stück davon, von den 180, habe aber trotzdem Sachen auf 660 abgegradet. Wo sind die her? Naja, ebenfalls wieder von den Ruffraktionen, denn die gibt es halt auf verschiedenen Stufen bei den Ruffraktionen, wie ihr seht. Also die kleinen gibt es von den Ruffraktionen auch und hier gibt es dann die geschnitzten tatsächlich auch von den Ruffraktionen. Und das ist bei den anderen halt dementsprechend hier auch der Fall. Genau. Ich habe mich dann persönlich dazu entschieden, die jetzt schon auszugeben. Man kann es auch vollkommen legitim, dass man sagt, okay, ich spare mir die jetzt quasi bis zum Season-Start. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind die auch nichts mehr Großartiges wert. Dann kann man Normal, HC, Mythic Raids laufen, sowohl auch im Plus. Also deswegen habe ich die jetzt auch schon für mich persönlich entschieden, die rauszuhauen. Genau, und habe dann halt die Sachen damit abgegradet, die jetzt hier auf 606 quasi hochgehen. Alles konnte ich natürlich auch nicht upgraden, weil ich da ja nur limitierte Ressourcen habe. So, dann die Slots, die ihr jetzt nicht von den Rares gekriegt habt, da könnt ihr jetzt zum Beispiel HC-Dungeons laufen und die auf 580 zumindest upgraden. Die Tapferkeitspunkte könnt ihr euch farmen über Schätze. Also Schätze, die rumliegen, die droppen 1 bis 6 Tapferkeitssteine. Die könnt ihr aber auch farmen aus HC-Raids zum Beispiel. Ich glaube sogar, die droppen auch sogar im Normal, aber im HC-Raid kriegt ihr halt noch die Wappen dazu. Ihr kriegt immer 10 pro Boss und beim Endboss gibt es, glaube ich, mal 30. Also 50 in der Instanz, 60 in der Instanz kriegt ihr eigentlich. Die sind relativ schnell durchgeboxt. Und von allen möglichen Quests, beziehungsweise World Quests, kriegt ihr die auch. Also die kann man im Endeffekt endlos farmen. Also, dann habt ihr jetzt quasi die Slots auf 580 alle über jetzt World, über Rares oder über die Dungeons. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, noch ein paar andere Items zu kriegen. Und zwar haben wir jetzt noch ein Trinket, auf das ich noch nicht eingegangen bin. Das ist auch 584. Und dieses Trinket gibt es dann einmal von den durchtrennten Fäden. Und zwar ist es hier so, dass es einmal ein Trinket gibt auf 571. Und dann, wenn ihr auf 11 kommt, nochmal ein Trinket auf 584. Das ist dasselbe Trinket, bloß halt höheres Item-Level. Und ja, das hat einmal einen Effekt, der blocken kann, wo man ein paar Stats kriegt. Und wir haben Sockel, die wir einsockeln können. Die könnt ihr euch selber bestimmen und könnt euch dann Stats raussuchen. Dazu habe ich auch schon ein Video aufgenommen. Das wird, wenn dann heute oder morgen noch kommen, wo man diese Sockel herkriegt. Ist jetzt nicht super kompliziert, aber man muss halt Händler finden, die halt diese Sockel quasi verkaufen. Also wenn ihr da noch einen Trinket haben wollt, was, wo ihr euch Stats aussuchen könnt mit 584, dann ist das bei den durchtrennten Fäden noch eine ganz nette Sache. Zusätzlich haben wir dann noch die Möglichkeit, quasi mit unserem Splitter, also dem Spark, ein Item zu craften. Dieses Item können wir, wenn das auf Qualitätsstufe 5 ist, auf 606 holen. Wie kriegen wir das her? Naja, hier oben in Dornegal gibt es eine Weekly Quest, die man auch schon jetzt aus Dragonflight kennt. Dann kann man halt aussuchen, was man machen will. World Quests, Dungeons, Delves, keine Ahnung, was da dabei war. Ich habe einfach World Quests genommen. Man macht 6 World Quests, die macht ihr eh für den Ruf. Und dann kriegt ihr eure eine Splitterhälfte und dann geht ihr zu dem Typen hier unten runter. Der gibt euch eine Quest, hallo, such mal den Splitter. Dann brauchst du eine Hälfte, die hast du natürlich über die Quest da oben bekommen. Kriegst dann von ihm die zweite und kannst dann den craften. Und ich habe jetzt persönlich meine Berufe noch nicht gelevelt, aber ich kann es euch hier mal zeigen. Ich habe mir das quasi dann von jemandem craften lassen. Ihr stellt dann quasi einen Arbeitsauftrag und packt dann diesen Splitter rein. Für den braucht ihr dann nur die zwei Hälften und 250 von diesen Tapferkeitssteinen, ne? Und natürlich noch Mats, das ist vielleicht jetzt aktuell noch nicht ganz so günstig. Und je nachdem, wie gut euer Crafter ist, kann er das halt herstellen auf 593, das ist Rang 1. Und der Rang 5 ist halt 606. Da könnt ihr im Handelschannel quasi nach jemandem suchen, der euch das craften kann. Wichtig ist, ihr könnt hier quasi unten auch einen Schreiben einsetzen.
wo ihr euch die Stats aussuchen könnt. Und ihr könnt auch selbstverständlich, so wie es in Dragonflight der Fall war, auch noch einen extra Effekt draufhauen. Ich habe jetzt halt hier so einen extra Effekt draufgehauen, der nochmal zusätzlich ein bisschen Schaden verursacht. Hier 60k Schaden können meine Fähigkeiten zusätzlich verursachen. Jegliche Sachen, die ihr quasi zusätzlich reinpackt, erhöht die Rezeptschwierigkeit und dann muss halt der Crafter besser sein. Für Arbeitsaufträge müsst ihr quasi dann einfach hier in dem Gebäude für die Arbeitsaufträge, das ist hier, ne? Warte mal, das kann man auch draußen machen, genau. Könnt ihr halt dann hier euer Item suchen und dementsprechend euch das craften lassen. Ich zeig's euch jetzt exemplarisch quasi. Runen gezeichnet. Warte mal, ich hab mich vertippt. Okay, da haben wir jetzt hier die Teile, ne? Also da könnt ihr euch dann zum Beispiel was aussuchen und packt mir den Funken rein. Und dann haben wir jetzt hier halt verschiedene Möglichkeiten, ne? Wir können hier zum Beispiel diese Schreiben reinpacken. Ich habe mir jetzt einmal ausgesucht Tempo und Versa. Dann können wir hier so ein zusätzliches Teil reinpacken, das quasi einen Proc regelt. Dafür könnt ihr nur zwei drauf haben. Also das, die heißen Verzierungen, ne? Ich habe mir jetzt auf dem Item und... Ach ja, auf dem Hals habe ich mir noch die Verzierung draufgehauen, ne? Die skalieren auch mit dem Item-Level. Also ihr seht, auf dem Hals macht es weniger Schaden als hier auf den Schuhen. Dann sucht ihr euch halt die gute raus. Wenn ihr gar keine Ahnung von den Dingern habt, auf WoW Head steht für jegliche Klasse und Spec in den Übersichten, welches quasi das Beste von diesen Items darstellt. Und das Letzte, was wir haben, sind dann noch höhere Upgrade-Wappen für HC und Mythic-Item-Level, aber die kann man, wie gesagt, aktuell noch nicht bekommen. Genau, dann könnt ihr euch einmal einen 606er-Item herstellen, wenn ihr aktuell das Gold dafür berappen wollt. Und ja, jetzt gucken wir uns die anderen Sachen nur an. Also, die beiden Items, das sind einfach normale Items von dem World Boss oder von, oder was, das sind sogar Zonenbeute, seht ihr? Die habe ich vielleicht sogar aus dem Schatz oder irgendwo rausgekriegt oder einfach so gedroppt. Und die habe ich einfach abgegradet, ne? Also es waren auch ursprünglich 5 71er Items, die habe ich einfach über quasi die Tapferkeitssteine und die Wappen abgegradet. Und jetzt habe ich mir noch ein paar kleine Sachen gecraftet, und zwar einmal hier den Hals, die Handgelenke und die Waffe. Und ja, wie funktioniert das? Übrigens, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, oh, ich lass mir eine Zweihandwaffe craften mit den Sparks, das funktioniert nicht, ne? Also für eine Zweihandwaffe braucht ihr zwei Funken. Seht ihr das? Das ist auch in Dragonflight schon so gewesen. Eine Einhandwaffe könnt ihr euch eine gute craften lassen, aber eine Zweihandwaffe braucht zwei Funken. Also nur, falls der ein oder andere die Idee hatte, oh, ich bin besonders schlau, Waffe ist natürlich das wichtigste Item, ne? Bei einer Zweihand funktioniert das nicht. Wenn ihr zwei Einhandwaffen habt, dann mag es Sinn machen, quasi sich eine Einhandwaffe craften zu lassen. Die Sparks, vermutlich gibt es jetzt jede Woche wie in Dragonflight eine Hälfte, also in zwei Wochen könnt ihr euch dann nochmal ein hohes Item craften lassen und so weiter. Ja, jetzt wollte ich noch dazu kommen, wie man diese 590er-Items kriegt. Das sind quasi einfach gecraftete. Und zwar sind es quasi einfach die Base-Items, die man sich herstellen kann. Da gibt es auch wieder für jeden Slot eins. Und da braucht ihr dann quasi Upgrade-Items. Und zwar gibt es kleine Upgrade-Items, die man auch in Dungeons und beim Leveln so bekommt, ne? Um das Item-Level zu erhöhen. Und dann gibt es eins, dass ihr das bis auf 590 erhöhen könnt. Und für dieses 590er, das heißt verzaubertes, verwittertes Vorbotenwappen, ist es so, dass das einen Verzauberer herstellen kann. Das könnt ihr auch wieder über einen Arbeitsauftrag machen. Und ihr braucht ein paar Verzauberungsmats, die sind ja mittelteuer, also es kostet nicht so viel. Aber der Knackpunkt an der Geschichte ist einfach, ihr braucht hier aufkeimendes, verwitterndes Vorbotenwappen. Und das kostet halt 30 von den verwitterten Vorbotenwappen. Es ist tatsächlich der bessere Deal, sich die Dinger craften zu lassen. Es ist teurer, als wenn man einfach seine HC-Drops oder Rare-Drops upgradet hier mit den Dingen. Also teurer vom Gold her, weil, ne, wenn ihr es einfach nur im HC oder einfach im Rare ein Item farmt und auf quasi auf 590 könnt ihr ja auch hier rüber upgraden lassen. Aber es kostet mehr Wappen. Und zwar kann ich euch das mal demonstrieren. Zum Beispiel das Item, ne? Das ist jetzt also 580. Bis dahin habe ich keine Wappen gebraucht. Und wenn ich es jetzt auf 590 upgraden lasse, dann kostet es 45 verwitwete Vorbotenwappen. Ne? Ich kann es zwar dann theoretisch mit noch mehr Wappen auf 93 upgraden, aber ich brauche 45 Wappen, die halt quasi eine gewisse Obergrenze haben. Aktuell halt diese 180. Und wenn ich mir ein Item craften lasse,
was auf 5,90 ist, dann ist es das Problem, dass ihr quasi, oder dann brauchen wir im Endeffekt nur 30. Also bei dem Upgegradeten vom NPC kostet es mehr Wappen, als wenn ihr es euch craften lasst. Das Craften kostet euch halt mehr Gold, ne? Da muss man halt immer abwägen. Also insgesamt höher kommt ihr, wenn ihr euch das Zeug craften lasst. Und vor allem das Praktische ist, ihr könnt euch halt den Slot aussuchen und ihr könnt halt auch die Stats aussuchen. Und theoretisch könnt ihr halt noch diesen extra Effekt drauf machen. Zahlt ihr halt ein bisschen Gold für. Genau. Das ist eigentlich soweit, was ihr jetzt am besten machen könnt. Also vielleicht nochmal zusammenzufassen. Farmt euch möglichst viel quasi Ruhm, ne, aus den Schritten, die ich vorhin gesagt habe. Kauft euch die 1, 2, 3, 4 mit dem Hals, den ich hier verkackt habe, 5 Teile. Den Rest kriegt ihr wahrscheinlich schon 5,77er von Rares. Gradet die noch auf 5,80 ab. Sucht euch vielleicht den ein oder anderen Slot, den ihr über den Händler vielleicht noch upgradet, wenn ihr hier wie ich ein Sockel-Item habt oder gute Stats das hat. Und den Rest könnt ihr euch tatsächlich dann auch craften lassen, wenn ihr das Gold ausgeben wollt. Wenn ihr das Gold nicht ausgeben wollt, dann gradet halt mit den Wappen einfach die Items, die ihr jetzt im HC-Raid oder von den Rares gefarmt habt, einfach noch ein bisschen weiter ab. Zusätzlich, was ihr noch machen könnt, ist euch auch ein Dunkelmond-Jahrmarkt-Trinket zu holen. Die sind auf 5,77, da könnt ihr euch auch zwei holen, ne? Also wenn ihr jetzt vielleicht den Ruhm hier nicht so hoch bei der letzten Fraktion da habt, dann könnt ihr euch die auch holen und die sind auch tatsächlich gar nicht so teuer, ne? Dunkelmondkarte, jetzt gucken wir mal, das AH ist aktuell dezent langsam, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt und ihr seht, die 5,77er, hier kostet eine 1000, 500, 400, also selbst die alten sind halt teurer, also sie sind sehr, sehr günstig. Ihr müsst halt immer ein bisschen gucken bei Trinkets. Ist die gut für meine Klasse? Das kann ich euch jetzt nicht sagen bei, was sind 36 Specs oder so. Da müsst ihr selber ein bisschen gucken. Aber tendenziell könnt ihr euch auch da eins von diesen Trinkets holen und die sind auch echt nicht teuer. Genau. Gut, dann wären wir eigentlich durch so mit dem kleinen Gearing Guide. Falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, wo ihr sagt, oh Taylor, du hast das und das vergessen, schreibt es gerne noch mit rein. Und kleine Randinformation. Ihr müsst euch jetzt nicht einen Haufen Gold ausgeben für die crafted Sachen. Ich sag's euch ehrlich, wenn ich jetzt nicht für euch einen Gearing Guide gemacht hätte, hätte ich mir auch nicht die Sachen craften lassen, weil ich habe teilweise auch schon echt viel Gold gezahlt, um das Zeug craften zu lassen. Und sobald die Season startet, gibt's eh besseres Zeug. Andererseits, wenn ihr den optimalen Start in die Season haben wollt und ihr wisst selber, wie Leute sind, umso höheres Item-Level ihr habt, umso leichter kommt in Gruppen rein. Es ist halt einfach so, ne? Da mascht halt nichts. Also das muss jeder für sich selber abwägen. Ihr müsst am Anfang jetzt wirklich nicht unbedingt da Tausende oder 10 oder 100.000 an Gold rein investieren. Wenn ihr das machen wollt, um zu min-maxen, dann habe ich euch jetzt erklärt, wie es geht. Wenn ihr sagt, das will ich nicht, gradet halt einfach euer Gear mit den Wappen ab und gut ist, ja? Den Spark könnt ihr auch noch, wenn Season Start ist, quasi verwenden und da euch was craften lassen. Dann sind vielleicht auch die Mats schon ein bisschen günstiger. Gut, jetzt wird das Video schon wieder viel zu lang. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.